Geht. Herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Video hier auf meinem Kanal. Ich bin's Moreno. Willkommen im Video. So, weiter geht's auch wieder mit GTA San Andreas. Wir stehen hier vor dem Caligulas Casino. Das ist leider die einzige Mission in der Nähe, die jetzt gerade freigeschaltet worden ist. Wir haben ja leider keine andere Mission mehr. Und ich bin mal gespannt, was wir denn jetzt da erwarten werden. Schauen wir doch mal jetzt hier. The mean business. Oh, baby, I'm back. I am back. Let's get this show on the road. The good doctor has revived the patient. Thank you, sweet thank has my you, son. Thank sweet. You. So everything straight now? No, absolutely not. I'm still screwed. Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony. But you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah, you're right. I need to get a grip. Take control. Yes. Grab the bull by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss. I am the boss. All right, then. All right. Let's tear this town up. That's what I'm saying. So where we going? Details! Details! Let's just get there! Rack 'em up, Macca, what's the matter with ya? Ja moin, ich glaube, der ist ja komplett auf Drogen. Okay, bring Rothenberg zum Schlachthof. Oh shit. Ich glaube, die Mission, die kenne ich, ey. Ja, wir brauchen aber am besten eine Karre. Ich glaube, das wird nicht so eine einfache Mission. Auf jeden Fall, da im Schlachthof ist nicht so immer schön. Aber schauen wir mal, was wir da machen können. Hoffentlich kommen wir nicht in Gefahr. Also irgendwas sagt mir diese Mission noch, aber ich habe sie nicht ganz im Kopf. Schauen wir einfach mal. Und was wir noch brauchen, ist auf jeden Fall diese Karte von dem S&M Girl. Ich glaube, den Namen habe ich jetzt komplett vergessen. Wir werden natürlich Denise ein bisschen vernachlässigen, aber das kommt auch noch. Denise soll sich mal keinen Kopf machen. Um sie werden wir uns auch noch kümmern. Oh. Ja moin, die Absperrung habe ich mal überhaupt nicht gesehen. Aber dafür haben wir 7 GTA-Dollar erspielt. So, ich muss hier irgendwie reinkommen. Sehr gut. Weil ich glaube, in der Nähe ist schon dieser Schlachthof. Ja moin, das wäre es gewesen. Hätte ich da einen überfahren, hätte ich die Cops direkt wieder am Arsch gehabt. Auf jeden Fall müssen wir die, das S&M-Girl noch ausführen. Dass wir überhaupt diese Keycard kriegen. Bin ich auch mal gespannt, wie wir die kriegen. Sindaco Schlachthof. What's going on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'm gonna wait. Look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit. This can't look good. Listen. Everything gonna be okay. Glaube nicht so guten. Remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. Huh. Mm-hmm. Hey, Ken. Oh. Ah, oh, Christ, this fucking thing. Ken, como esta? Yeah, how you doing? Pretty good. And you? Still got a little bit of the night terrors, touch of diarrhea, but I'll get through it. Huh, diarrhea. Cool. And yeah. Who's this? How you doing, Johnny? It's fucking him. It's him. Oh, oh, man. Oh, God.
It's him. Oh, my heart. My heart. Damn, that nigga fucked up. Ich glaube, da ist sein Herz mal kurz stehen geblieben. Ja. Oh shit, er hat schon Molotov-Cocktail in der Hand. Slow-Mo ist auf jeden Fall da. Hatte man schon in den 90er Jahren, sag ich mal. Ja moin. Glaube, wir müssen die alle umbringen. Hab's ja gesagt, Schlachthof ist nicht so das Wahre. Ey, weg von ihm. Okay, wir müssen auf jeden Fall auf Rosenberg aufpassen. Die Anzeige, die seht ihr, okay, sehr gut. Oh, shit. Hey, Kollege. Wo ist denn hier noch jemand? Aha. Ja, du triffst doch eh nicht. Da ist auch noch einer. Ich habe ich gesehen, Kollege. Ja, ach komm. Sprüh mir doch nicht in die Fresse. Ach, Bruder. Das ist dein Ernst? Kann er jetzt auch mal aufhören? Ah, da kommen sie jetzt. Und zack. Hä? Hey. What did you expect? It's America. Ich brauche irgendwo Leben her. So. This is so exciting, Tommy. It's like old times. Who the fuck is Tommy? Da habe ich noch einen gesehen. Perfekt. Now don't be an idiot. Holy fuck, what is it about my luck? So, wo verstecken sich denn noch welche? Komm, zeigt euch. Aha. Gut, ich brauche auf jeden Fall Leben. Gut, also hier haben wir schon mal auch gut aufgeräumt. Aha, guck mal, da versteckt sich doch noch einer. Ey, versteckt sich da auch noch einer? Bin ich gut. Ja, oh, guck mal, er haut direkt ab. Ach, guck mal, da oben auch noch einer. Ja, ja, überall verstecken sie sich hier. Das war nochmal sehr knapp. Auch noch einer. Alle Zeugen sind tot. Geht zum Ausgang. Perfekt. Am besten würde ich auch noch gerne Leben haben, aber hoffentlich kriegen wir das draußen. Ich glaube, ich nehme mal die Waffe hier. Da haben wir noch genug Munition. Fahr Rosenberg zurück zum Casino. Aber na sicher doch. Werden wir wahrscheinlich Verfolger hinter uns haben, denke ich mal. Gehe ich jetzt von aus. Und ich habe das Radio mal ausschalten müssen, weil ich leider immer Monetisierungsbeiträge hatte, weil das natürlich alles monetarisiert ist und da werde ich dann einfach meine eigene Musik, die No Copyright Musik drunter legen, also nicht, dass ihr euch wundert. Vielleicht schaffe ich das auch, ich muss mal gucken, wie ich das mache. Sonst haben wir halt keine Musik beim Autofahren, aber das soll uns ja nicht aufhalten. Mit den ganzen weiteren Missionen von GTA. Bin mal gespannt, was für neue und andere Missionen wir denn offen haben noch. Wahrscheinlich nur noch das mit dem
Flugzeug, aber darauf habe ich überhaupt keine Lust drauf. Like you just been out for a relaxing drive or something. Calm. Yeah, calm. I'm calm. Real fucking calm. I'm calm, Mr. Calm, Mr. Calm. That's me, Mr. Calm. Jawohl, 8000 GTA Dollar. Ah, da ist eine Mission. Die ist aber ein bisschen verdeckt mit meiner Markierung. Da fahren wir direkt mal wieder hin. Ah, ist ja ganz in der Nähe. Perfekt. Wo müssen wir denn hier rein? Aha, da. Royal Casino. Oha, hier gibt es ja richtig viele in Casinos in Las Venturas. Ja dann, werden wir mal hier reinspazieren. Mad Dog. Jump! Come on, jump! Come on, man, jump! Oh, you got it! Hey, what's happening? Who's the idiot? That's some washed up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man. Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went boxo. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, come on, man. Do I know you? Already. Don't be a wuss. I don't think so, come so on, shut jump. The fuck up. This is the end. So fuck. No, dog. Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Come on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him? I hate y'all. Just come in off that ledge, man. Hey, don't talk him out of jumping. We got good money on this. Yeah, good odds too. Damn, this town is cold. Man, jump. Hey, you stay the fuck away. Stay the fuck away. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. Oh, hell no. I gotta catch this fool. Suche einen Weg, Mad Dog zu retten, bevor er springt. Nimm den Van, der um die Ecke steht, um Mad Dog zu retten. Ah, ein kleiner Kartonwagen. Sorry, Bruder, ich muss mal eben dein Auto nehmen. Ich hoffe, du hast da nichts gegen. Ja, sorry, Bruder. Aber dich muss ich mal eben auf den Haufen fahren. Perfekt. Der alte, gute Mad Dog. Man kennt ihn doch. Bleib von mir weg. Jetzt sollen wir das wahrscheinlich so ausrichten. Fange Mad Dog auf, wenn er springt. Sollen wir das... Oh, ja moin. Wann springt er denn? Dann spring doch. Ah, wir können noch mal. Aua. Oh, er hat überlebt. Fahre Mad Dog vorsichtig in die Klinik. Jede Erschütterung mindert seine Überlebenschancen. Okay. Er hat aber schon einiges abgekriegt. Richtiger Genickbruch. So, jetzt müssen wir nur ganz, ganz langsam fahren. Wahrscheinlich auch ein bisschen schneller, weil er verblutet, ja? Der gute alte Mad Dog, man kennt ihn. Von der ersten Stadt bis zur dritten Stadt hat er uns jetzt begleitet. Und jetzt fahren wir den guten alten ins Krankenhaus. Da, wo er hingehört. Nehmen wir mal die kleine Abkürzung. Aua. Tut mir leid. Ah, shit, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Oh, shit. Ich darf jetzt nirgendwo mehr vorhauen. Wieder der drin liegt. Wie so eine richtige Leiche. Oha, der hat noch sehr, sehr wenig Leben. Aber wir haben das Ziel gleich vor Augen. Weder macht jetzt einer einen Stunt oder so. Perfekt. Haben wir es ja doch geschafft. So, ganz schnell in die Klinik mit dir. Er liegt nicht mehr im Auto, er liegt jetzt auf der Straße.
Yeah, you do that, homie. Jawohl, da haben wir wieder ein Leben gerettet. Wir hauen ja viele das Leben weg und heute haben wir mal ein Leben gerettet. Sehr gut. Ist natürlich immer besser für die Statistik. Und ich sehe, wir haben das gelbe Ort. Oder den gelben Ort und da werden wir dann als nächstes hinfahren. So, erstmal nochmal ausgerüstet mit einer Schutzweste. Volle Leben haben wir auch noch und neue Munition habe ich mir auch nochmal eben am Ammunition-Laden geholt. Und weiter geht's mit dem gelben Ort. Fish in a Barrel. Mr. Rumpha Lee. Gentlemen, can I have your marks, please? Gentlemen, or shall I say partners? Oh, I drank to that. Ja, moin. War das jetzt einfach nur eine kleine Geschäftsunterhaltung? Wahrscheinlich. Und er hat durch sein Tuch getrunken. Das müsste ich auch mal nächstes Mal machen. Das Handy nehmen wir natürlich an. Hallo? Carl, it's me, Ken. The Leone family has made their move. Salvatore's here. Now, he's taken over Caligula. We're screwed. It's war for control of Venturis, man. War. War. There's word of some triad visitors, something that should keep them busy. I'm calling from the bathroom. I gotta go. I really gotta go. Okay, da müssen wir auf jeden Fall ganz, ganz schnell hin. Das werden wir auch direkt tun. Das ist natürlich der Ken mit dem Pferdeschwanz, der hat uns angerufen. Wir müssen uns auf den Weg machen. Und das werden wir auch. Weil wir wollen natürlich schließlich das Caligulas überfallen. Und nicht die Triaden. Das gehört schön uns. Oder wir wollen irgendwie zusammenarbeiten. Und wollen die so eine Angst einmachen, wenn ich das so richtig mitgekriegt habe. Ich weiß es jetzt auch nicht ganz. Auf jeden Fall hat es dann irgendwas mit dem Caligulas Casino zu tun. Weil wir haben den Überfall da ja noch. Vorbereitung haben wir soweit, glaube ich, abgeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht, weil das Dollarzeichen nicht mehr zu sehen ist. Und jetzt werden wir mal schauen, was auf was Spannendes auf uns zukommt. Free Fall! Top fucking buzz this! I'm peaking on the blood pressure alone! Yeah, terrific. Well, well, well. What do we got here? Here's your sandwich. Who's this pretty thing? I don't usually do this kind of shit, you know. I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. I ain't the woman, you fat fuck. You heard the bird. Come on. Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me. I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. A real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the Ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling as a string quartet. I was gonna send some of the boys over as a little welcoming committee. But maybe you can take care of it. Thank you, sir. I guarantee you, you won't regret this. Maybe I should go home. You stay where you are, Rosenberg. I don't want you getting yourself lost. Und begib dich zum Flughafen. Noch nee, ich möchte nicht fliegen. Bitte nicht fliegen. Bitte nicht fliegen. Alles nur nicht fliegen. Hoffentlich. Ja, da würde ich auch gerne mitmischen. Ah, beide können nicht fahren. Was wollte ich sagen? Wollte nicht fliegen.
Vielleicht müssen wir die ja auch einfach nur abschütteln. Oh, wir sind ja direkt schon da. Klau das Flugzeug im Hangar. Muss das sein? Einzige, was ich bei GTA San Andreas hasse, ist wirklich fliegen. Ach Mann. Ich will nicht fliegen. Und dann noch mit so blöden Dingen hier. Die Maschine mit den Killern soll bald landen. Fang das Flugzeug ab, bevor es in Las Venturas ankommt. Bin ich einmal gespannt. Oh, das lässt sich aber doch schon sehr gut fliegen. Okay, ich habe nichts gesagt. Aber wie soll ich das denn abfangen? Ich habe doch keine Raketen hier am Flugzeug dran. Naja, wir werden erstmal zur Markierung fliegen. Scheint wohl noch ein bisschen lange zu sein. Oder müssen wir nach ganz oben fliegen? Ich weiß jetzt zwar nicht, wo die Markierung ist, weil ein Flugzeug ist ja schon sehr weit oben. Fliegen wir einfach mal nach ganz da oben bis über die Wolken. Da ist das Flugzeug. Okay, ich muss dahinter landen. Sag nicht, ich muss in das Flugzeug reinfliegen. Also dann... Dann ist richtig RIP. Obwohl, ich glaube, das passt gar nicht da rein. Komm. Werd doch ein bisschen langsamer hier. Ach, gut. Gerade so in der Stadt angekommen. Ja, ist klar. Jetzt dürfen wir wahrscheinlich diesen Panzer hier fliegen gleich. Bewege dich nach links oder nach rechts. Oh. Ja, könnte auch mal sterben jetzt hier. Ich hab doch eine andere Waffe. Wo sind denn meine ganzen anderen Waffen? Gut, dass wir uns eine Schutzweste angezogen haben. Oh, der Kapitän. Jetzt. Gut. Ich dachte, der hatte eine Doppelschutzweste an. Fliegt das Flugzeug zurück zum Flughafen. Oh Mann, Bruder, Bruder. Oh, da ist ja schon Wasser. Kann man auch da, ja, da kann man die Räder rausfahren. Oh Mann, mit dem Monster-Ding gleich wieder landen, das wird was. So, da ist auf jeden Fall schon mal die Fahrbahn. Und wir dürfen, können so langsam landen, glaube ich. Ja. Ja, moin. Nee, das wird doch nichts mit Landen. Da muss ich einmal drehen. Da muss ich leider einmal drehen. Ah, wird ein bisschen... Ja, ich glaube, ich muss mal nochmal eine komplette Ehrenrunde hier drehen. Damit ich den auch wirklich gerade landen kann. So, Fahrwerk ausgefahren. Hoffentlich nicht bei der Markierung. Ah, hat auch gut geklappt. Wir sind ja doch ein richtig guter Pilot. So, wir haben die nächste Mission, die Mission S. Und da werden wir dann die nächste Folge einen Besuch abstatten gehen. Danke fürs Einschalten, danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne euren Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall sehr gut unterstützen. Und wir sehen uns dann bis in die nächste Folge. Haut rein, peace out. Ich bin raus, euer Moreno.